Schön, dass du da bist. Ah, jetzt. Schön, dass du da bist. Ich dachte mir, ich mache mal einen Livestream an diesem wunderschönen Samstagmorgen für all die, die vielleicht nicht wie ich gerade in der Natur sind, sondern irgendwo in einer Großstadt oder gestresst oder was auch immer heute bei dir los ist, um einfach mal eine kurze Pause zu nehmen und ganz in der Gegenwart anzukommen, ganz bei dir anzukommen und zu schauen, wie dann der Tag heute so wird, wenn du vielleicht diese Aufmerksamkeit und Achtsamkeit mitnimmst. Jetzt sehe ich auch schon, hier sind ein paar Leute, die live zuschauen. Ich schaue mal, wie ich hier den Chat einblenden kann. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe noch nicht so viele Livestreams gemacht. Nein. Das war der falsche Button. Okay, ich sehe leider gerade keine Fragen, oder? Keine Ahnung, wie das hier geht auf diesem iPhone. Oder so? Nein. Schade. Das heißt, genau, wenn du gerade was schreibst, ich kann es leider nicht sehen. Ich werde nochmal rausfinden, wie das funktioniert. Und aus dem Grund leite ich einfach mal eine kleine, etwas mehr Entspannungs- oder Achtsamkeitsübung an. Und wie gesagt, für die, die gerade dazukommen live, es ist einfach nur ein paar Minuten dir Zeit nehmen, um, egal wo du gerade stehst im Leben, egal was du an Herausforderungen hast, egal wie voll dein Alltag ist, einfach mal zwischendurch zu sagen, okay, ich komme mal zur Ruhe. Und ich merke das gerade in letzter Zeit, also ich bin gerade immer mehr in der Natur, noch mehr als vorher und habe jetzt eben auch einen Arbeitstag gestrichen. Das heißt, ich habe ein Experiment gemacht und gesagt, statt, also ich bin ja selbstständig, deswegen kann ich mir das frei einteilen und habe gesagt, statt 5 Tage die Woche zu arbeiten, mache ich jetzt ein Experiment für einen Monat. Ich lasse den Montag weg und gehe da in die Natur mit meiner Hängematte und mache gar nichts. In Anführungszeichen, gar nichts. Das heißt, ich nehme einfach Raum und Zeit für all das, was in mir nicht geklärt ist oder wo Sachen unklar sind, auch um die nächsten Schritte anzugehen. Das heißt, es muss auch nicht immer sein, in der Vergangenheit wühlen und Schattenarbeit oder wie man es nennt und irgendwas heilen wollen, sondern einfach nur die nächsten Schritte, die ins Unbekannte gehen, also die nächsten Herausforderungen in meinem Leben, weil jeder hat seine Herausforderungen, das geht ja immer weiter, mir dafür bewusst Zeit zu nehmen. Und das durchfühlen und wirklich bei mir ankommen und wirklich das in mir spüren, was die nächsten Schritte sind, statt einfach loszurennen. Weil ich weiß, dass gerade bei Hochsensiblen ist es so, oder bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich wirklich Zeit brauche, bis ich weiß, bis ich von Herzen spüre, was steht für mich an, was ist der Weg, und dann kann ich loslaufen und dann passieren die meisten Sachen auch wie von alleine, in Anführungszeichen. Wenn ich das nicht tue, dann ist es ziemlich viel Trial and Error und Ausprobieren und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Und dann ist es eher so ein Glücksspiel. Also vielleicht finde ich zufällig einen Weg, aber vielleicht auch nicht. Und was ich gemerkt habe, also es war auch eine Herausforderung für mich zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach den Montag frei und mache nichts in meinem Unternehmen, sondern ich arbeite nur innerlich und setze die nächsten Schritte frei, den Weg dahin. Und was dadurch passiert ist, ist unglaublich. Also erstens habe ich gemerkt, ich werde es beibehalten, weil es tut mir so unglaublich gut. Und der zweite Punkt ist, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel an dummen Zeug, was ich sonst gemacht hätte, was mich keinen Schritt weitergebracht hätte, ich mir dadurch gespart habe. Das heißt, alles, was unwichtig war, habe ich nicht machen müssen und dann herausgefunden, so, oh, es hat nichts gebracht. Sondern durch dieses Zeitnehmen habe ich gemerkt, es ist gerade nicht relevant, es steht nicht an, es ist eine ganz tolle Idee. Also mein Kopf sagt, super, ganz, ganz toll, muss ich unbedingt machen. Aber mein Herz sagt, nee, steht nicht an. Und deswegen nach dieser langen Vorankündigung einfach ein paar Minuten für dich, um bei dir anzukommen, um einen Check-in mit dir selbst zu machen. Wer bist du gerade? Was ist gerade für dich relevant? Was sagt dein Herz dir, was es jetzt gerade in diesem Moment zu tun gibt? Und wenn du magst, kannst du jetzt einfach gerne die Augen schließen.
oder offen lassen. Und deinen Atem tiefer werden lassen. Und einfach wahrnehmen, was jetzt gerade da ist. Vielleicht magst du auch innerlich einfach ein Ja aussprechen zu dem, was du wahrnimmst, so ein dem innerlich zunicken. Egal, ob es jetzt Gefühle sind oder Körperempfindungen oder Gedanken, dass du vielleicht den Wind bei mir im Hintergrund rauschen hörst. Einfach innerlich in die Haltung gehen von, das ist okay, wie es ist. Selbst wenn du ein Nein hast oder Widerstand oder überhaupt nichts fühlst, einfach sagen, okay, ja, so ist das gerade. Es ist, wie es ist. Du kannst einfach weiter deine Wahrnehmung durchgehen oder wenn etwas aufkommt, wenn dir etwas bewusst wird, was du wahrnimmst, auch da einfach dem innerlich zunicken und sagen, ja, so ist das gerade. So geht's mir gerade. Kann auch sein, mir geht's gerade beschissen. Ja, okay, so ist das. Oder ich habe Angst. Ja. Oder mir geht's richtig gut, ich bin total entspannt. Ja. Und dann, wenn du magst, lade ich dich ein, in dein Herz zu spüren. Deinem Herzen einfach bewusst Raum zu geben. Wenn du magst, kannst du dir vorstellen, dass dein Herz wie ein kleines, liebes, flauschiges Tier ist. Das einfach Bedürfnisse hat und vielleicht Aufmerksamkeit braucht. Das deine Zuwendung braucht. Magst, kannst du einfach wirklich den Kontakt oder die Unterhaltung mit deinem Herzen aufnehmen und mehr übers Fühlen als übers Denken. Aber einfach dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit zu deinem Herzen bringst, in der Haltung von, wie geht's diesem Herzen? Wie geht's dir, Herz? Was brauchst du? Ich bin für dich da. Egal, was da kommt, um das einfach zu geben oder zu folgen. Und es ist so wunderschön,
aus dem Herzen zu leben und mit dem Herzen als Zentrum der Wahrnehmung durchs Leben zu gehen. Ja, das ist der beste Kompass, den du haben kannst, zu sagen, ich verlasse mich auf mein Herz und wo das mich hinführt, wenn ich ein Ja zu irgendwas habe, aus dem Herzen, dann mache ich das. Wenn ich ein komisches Gefühl habe, aber es sprechen tausend Dinge dafür, dann mache ich es nicht, weil mein Herz sagt nein. Also sozusagen mein Herz hat die Entscheidungshoheit und nicht mein Kopf, nicht mein Verstand. Und ich werde gleich diesen Livestream beenden. Ich sehe nach wie vor keine Kommentare. Ich weiß nicht, wie das geht. Und ich lade dich herzlich ein, wenn du magst, einfach noch in diesem entspannten Zustand zu bleiben oder auch zu schauen, so in so einer Lebendigkeit und mit Spielfreude, wo zieht es mein Herz gerade hin? Vielleicht willst du dir gerade einen Kaffee machen oder einen Spaziergang und du merkst, es kommt so ein Drang, also so eine Bewegung aus deinem Herzen von ah, und jetzt in die Welt oder und jetzt mich zurückziehen. Und herzliche Einladung, dem einfach zu folgen. Bei mir ist es jetzt gleich Gitarre spielen, da zieht es mich hin. Die habe ich nämlich mitgenommen. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und herzliche Grüße aus der Natur. Ciao, ciao.